Herzlich willkommen zurück. Wir haben ja in der letzten Folge einen Berg bestiegen und heute kümmern wir uns um das letzte quasi Untergebiet hier von Madrugada, quasi hier oben dieses Agus Lindas. Und wir fangen hier vorne an mit dem Kontrollpunkt. Dann wandern wir hoch zu dem Außenposten. Dann so leicht bis hier hinten, aber mal schauen, wie weit wir in diese Folge kommen. Wir sind jetzt hier schon quasi kurz vor dem Kontrollpunkt, aber die sind ja immer einfach. Da steht ja nie viel mehr Soldaten. Und daher warte ich jetzt nicht, dass das so lange dauert. Wir müssen. Jetzt ist hier so ein Zaun, ey. Kugelsicherer Alarm. Hier muss ich vorsichtig sein. Ein Kontrollpunkt. Schön vorsichtig sein. Irgendwo da soll wer sein. Ah, da. So, das ist noch nicht mal, das ist nicht der Chefe. Okay, was? So. Da waren jetzt wie viele? Zwei oder drei Leute? Mehr waren da nicht. Oder ich weiß nicht, wie viel meinen Raketen Abschuss abgeknallt hat. Aber viele waren es nicht. Können wir hier noch mal schnell um dieses Gebäude rennen und ein bisschen looten. So, hier waren doch irgendwo Infos. Aber die. Doch mal so geil, wie die rumschreien, dass sie nachladen müssen und dass sie Feuerschutz. Wo bist du? Lad doch einfach nach. So. Irgendwer da hat die Infos. Was gibt's? Hi. Ich habe gehört, dass Soldaten einiges an Ausrüstung in dem verlassenen Wohngebiet Casas del Lodo zurückgelassen haben. Könnte sich vielleicht lohnen. Hey, danke. Okay. Dann so. Dann jetzt hier oben die Base. Nehmen wir am besten da vorne das Fahrzeug. Cruisen da mal eben hin. Wow. Ah. Ja. Okay. Ich weiß nicht, was das war. So. Oh. Okay. Das sieht sehr riesig aus. Clara, ich bin bei der Universität. Hier sind sehr viele Soldaten. Das Militär hat die Schulen geschlossen und die Rektorin als Geisel genommen. Das war meine Alma Mater, Dani. Halte sie. Bin dran. Okay. Okay, da ist ein Alarm, der ist natürlich dingssicher. Ah, da. Ich würde sagen, wo ist der Laptop?
Diese tolle Musik. Irgendwer macht hier Stress. Tipptopp. Zack. Du versteckst dich nicht. Da hinten ist ein Scharfschütze, da ist so ein Geschütz. Hier vorne ist doch niemand. Da ist ja ein Alarm. Wie krieg ich denn ja... Okay. Es ist ein Annuncio Special del Presidente Anton Castillo. Chaos ist eine Krankheit. Viviro ist das Heil. Keine Verstärkung mehr. Conno, da war es schon wieder. Scheiße, mein Sprühkommando. Cam. Wie komme ich aufs Dach? Ich würde nämlich gerne aufs Dach. Okay, da war so ein Seilrutsch. Ich muss noch höher. Wo ist dieser Alarm? Da irgendwo. Irgendwer hat mich gesehen. Lass noch den anderen Alarm ausschalten. So, Alarm deaktiviert. Geisel befreit. So. Müssen wir... Jetzt wurde ich zwar gesehen, aber die können keinen Alarm rufen. Jetzt. Huh?
Ich hier halt Stock für Stock weg. Scharfschütze ist erledigt. So, und der ist auch tot. Noch ein letztes Wort? Nö. So. Juhu, wir haben die Geisel gerettet, wir haben die Uni zurückgeholt. Können die Kerl jetzt zur Uni gehen? Super Touch! Universidad del Espinosa? Kein Alarm, keine Geist, kein tote Geist, als Geist gerettet. Hier die Schlüsselkarte zum Hörsaal. Aber eben hier dran. Okay, ich bin Level 16. Und ich glaube, die war 13. Hey, hey. Nochmal Infos. Danny, wir planen einen Hinterhalt. Und könnten die Hilfe des besten Schützen von Libertad gebrauchen. Danke. Ist klar, weiß ich Bescheid. Benzin. Tja, das kommt davon. Geil, ich kann Plakate beschmieren. Ich glaube, der Hörer war hier oben. Da. Tournotiz. Ich finde halt erstmal diesen Unterschied so heftig, wie teilweise das versifft es hier ist. Dann steht da dieses. Das haben die Soldaten bestimmt irgendwem geklaut. Tiefschutzgegenstand. Wieso kannte man. So. Perfekt. Gut, das läuft doch jetzt schon. Mal gut. Jetzt hier dieses Flugabwehrgeschütz. Und dann rufe ich mir mal einen Helikopter. Fliegt damit einfach nur nach oben. Weil viel in die Richtung geht nicht, weil. Und dann bin ich im Flug, in der Flugverbotszone. Weil hier ist ja dieser riesige Flughafen. So, und jetzt rein da. Achtung, Pilot. Sie fliegen durch gesperrten Luftraum. Landen Absprung! Ah, jetzt habe ich nämlich im. Kann ich mit meinem Wingsuit bis da fliegen? Ui. Ist eine blöde Mauer, die ich anscheinend nicht drüber komme. Leid. So. Muss ich hier einmal um diese beschissene Mauer laufen. Mich verarschen. So. Ist auch einfach angeblich kein Mensch, ey. So. Und das ist das Uran. Also ich brauche noch. Da sind noch. Hier ist noch Material. Hier sind noch mal Infos. War aber nur bei Kisten und. Die sammle ich ja nicht alle ein, so bekloppt bin ich ja nicht. So. So.
Das war der Dings, ja, hier in dem ganzen, in dem, diesem riesen Flughafengelände. Okay. Ah, ich habe hier den Rennen freigeschaltet. Hier ist auch so ein riesen Sperrbezirk so. Als nächstes kommt hier dieser Hinterhalt. Auf der Liste. Okay. So. Was für eine. Wer hat sich denn diese Straßenführung hier ausgedacht? Ja, schick mir eine Rechnung. Ach, keiner gesehen. Es ist alles Sperrgebiet und hier ist keiner. Oder tot? Okay, neben ihr wie überfahre ich ihren Kollegen und sie interessiert das einfach gar nicht. Mit dem Panzer lege ich mich nicht an. So, Hinterhalt in 300 Metern. Scheiße. Die Guerilleros da brauchen Hilfe. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Also dieses Waffe ist halt voll überpowered. Man muss bedenken, die kriegt man nach wie viel Spielzeit? Schön. Bis die Verstärkung kommt, bin ich längst weg. So. Ich stehe hinter der Mission in Vorrat. Kommt ein Heli. Kommt ein Heli. Und fertig. Ist hier noch irgendwas an Loot? Nö. Ja. Ich bin Zivilist. Ich bin Zivilist. Luftunterstützung. Schön. Nicht mein Problem. Können die auch mal ohne mich machen. So. Dann der Kontrollpunkt noch. Ich bin weg. Damit habe ich nichts am Hut. Plakate überall. Was der für Plakate ausgibt, ey. Das ist dann nicht mehr normal. Können wir mal durchbrettern. Drei Leute, ich. Okay. Vielleicht noch niedriger fliegen, Heli. Wichser. So. Und noch die Soldaten ausschalten. Zack. Oh.
Ja. Fick dich. Ja. Aber die, ich glaube, das war doch der Heli, der mich verfolgt hat. Wieso hat der was Infos? Ja, schön. Ja, ich kann nicht mit dir sprechen. Du drückst mir dein doofes Klemmbett rein und geht nicht. Geht nicht. Dann hat er keine Infos. Das Pferd brettert erstmal durch den Zahn. So, halt, stopp. Wir haben da einen Platten. Sie können leider nicht weiterfahren, Lady. Na, weiterfahren. Ach, Lady, warte, ich helfe Ihnen, ich bin ein Gentleman. Guck, zack, Auto wieder ganz. Hallo, heiße Schnecke. Jetzt schießen die mich. Ey, Wichser. Egal. Und einfach weg. So. Das ist eigentlich irgendwas, wenn ich die schütterte. Wieso schickt da jemand nach Hilfe? Oder nach Verstärkung? Das ist doch nichts. Oder? Ey, ist da niemand. Ein Typ mit Raketenwerfer, der einen Baum abgefackelt hat. Brennt noch ein Baum. Egal. Wir beenden hier jetzt auf alle Fälle die heutige Folge. Bis zur nächsten. Ciao.